Sie zählt zu den größten Nachwuchshoffnungen im deutschen Frauenhandball, Anne Hubinger. Zwar ist die Linkshänderin erst 19, aber dennoch hat sie mit ihren jungen Jahren beim mehrfachen deutschen Meister HC Leipzig bereits eine tragende Rolle inne, was sie auch gegen den VfL Oldenburg unter Beweis gestellt hat. Beim 30-25 Sieg gegen den bis dahin verlustpunktfreien Pokalsieger hatte Hubinger mit ihren 7 Toren entscheidenden Anteil am Erfolg der Leipzigerinnen. Gerade heute haben wir in der Schlussphase auch, wo wir sonst öfter nicht so gut spielen, haben wir heute gezeigt, dass wir es können, und das war sehr wichtig, und ja, da können wir sehr zufrieden sein. Dabei unterliefen zunächst beiden Teams in einer temporeichen Begegnung eine Vielzahl an technischen Fehlern, wobei es Leipzig war, das von Anfang an einem Rückstand hinterherlief. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr in die Zweikämpfe gehen und die noch einen Ticken mehr gewinnen, in der Abwehr noch mal mehr herangreifen, das war, denke ich, heute nicht so optimal. Das ist, denke ich, das, woran wir arbeiten müssen, dass wir halt, wenn wir in die Playoffs kommen, dass jedes Tor entscheidet, und das muss immer im Hinterkopf sein. Im zweiten Durchgang schaffte Leipzig dann die Wende, erkämpfte sich erstmals in der 43. Minute mit dem 21-18 einen Vorsprung von 3 Toren. Zwar schloss der VfL, angeführt von einer starken Luisa Bing, nochmals auf 22-22 auf. Am Ende agierte der HCL jedoch souveräner und cleverer. Wenn man auswärts gegen Leipzig gewinnen möchte, muss man eigentlich sehr gute Leistung bringen. Ich glaube, dass wir heute auf dem Spielfeld Spielerinnen haben, die sehr gut gespielt haben, aber auch einige, die nur gut gespielt haben. Gegen Leipzig das zu wenig. Wichtige Akzente setzte auch in dieser Phase wieder Hubinger, die seit 2011 bei den Leipzigern unter Vertrag steht. Sie hat sehr viele Talente. Ich denke, sie kann in der Abwehr immer noch mehr tun. Dafür muss sie aber auch spielen, das ist natürlich ganz klar. Und die Anteile bekommt sie jetzt immer mehr. Ich denke, Hubi ist für uns ein super Gewinn gewesen. Und durch ihre Spielzeiten macht sie das top. Und ich denke, sie wird auf jeden Fall ganz groß in Deutschland. Gerade nach dem Rücktritt von Rekordnationalspielerin Grit Jurak wird die 19-jährige Linkshänderin immer mehr als ihre Nachfolgerin gehandelt. Also mit Grit Jurak zu vergleichen, das ist natürlich eine große Aufgabe für Hubi. Aber Hubi ist richtig gut drauf, und sie hatte alle Voraussetzungen und arbeitet steinhart jeden Tag. Ein Linkshänder, die vom 9 Meter werfen kann, das müssen wir nun unbedingt nutzen und versuchen weiter zu entwickeln. Aber am wichtigsten, dass Hubi auch Geduld hat und weiter, wie sie hat gearbeitet hier. Es sagen zwar immer alle, ich soll mir keinen Druck machen, aber man macht sich natürlich seinen Druck. Die Sache ist es jetzt natürlich, aus dem Talent auch was zu machen, und ich arbeite hart dafür, gebe alles, ja, versuche.